Aloha, ich grüße euch. Heute komme ich mit einem kleinen Ali-Haul und einem Teil von Amazon. Ist wirklich nicht viel. Auf das eine habe ich ganz, ganz lang gewartet, aber wir fangen jetzt mal direkt an. Erstmal möchte ich nochmal Danke sagen für die vielen, vielen Kommentare unter meinem letzten Action-Haul, den ich ja direkt nach dem Krankenhaus getätigt habe. Ihr seid so lieb, das bedeutet mir so viel. Echt, ja, ich bin echt überwältigt. Freut mich. Also das ist der Sinn, warum ich YouTube mache. Und ja, ich mache natürlich weiter. So, jetzt aber zu meinem Haul. Also hier habe ich echt lange drauf gewartet. Ich hätte die noch mal bei Amazon bestellt, aber da hatten die diese Mischung nicht. Und deswegen, ja, sie war jetzt bei Ali auch 2 Euro günstiger. Das wäre mir aber egal gewesen. Das hätte ich trotzdem dann bei Amazon bestellt. Aber ich wollte halt gern diese Mischung. Und die hat bei Ali auch 15, 16 Euro gekostet. Und dann habe ich noch diese Mischung. Das war auch, ich kann es nicht mehr sagen, weil es so lang her ist. Ich habe also wirklich Wochen, ich glaube Monate drauf gewartet. Ich habe echt schon gedacht, es kommt nicht an. Und das wäre wirklich ärgerlich gewesen, weil es ist schon eine Stange Geld. Ne? Und ja, jetzt habe ich sie endlich in Händen. Ich denke, ich werde nächstens mir irgendwie eine andere Quelle suchen, weil das war mir definitiv zu lang. Ja, und ich hatte halt auch Sorge dann um mein Geld. Ich bin normal ein bekennender Ali-Besteller und ich weiß auch, dass ich da durchaus lange Wartezeiten habe. Aber Hittert hier war lang. Also, boah, wie lang? Ich weiß es nicht mehr. Aber wirklich lang. Die hatten auch, man kriegt da auch immer gesagt, von wann das ungefähr ankommt. Also immer so zwischen 1. Juni bis 27. Juni zum Beispiel. Und das hat sich immer verschoben, wo ich denke, oh, jetzt musst du hier einen Disput aufmachen, sagen, hier ist nicht angekommen, was läuft da? Und dann hatten die das wieder verlängert. Keine Ahnung. Aber eine E-Mail wäre halt auch mal schick gewesen. War nicht, aber trotzdem freue ich mich jetzt, dass es angekommen ist. So, jetzt mache ich es mal auf und zeige es euch mal, obwohl ihr so ja eigentlich auch schon genug seht. Ah, so geht's auf, ne? Das sind halt diese Wachsmelts für die Siegel. Ja, und ich war ja immer jetzt vorsichtig mit meinen Siegeln, weil ich halt nie so viele Wachsmelts hatte. Wohl, das ist auch mal ganz ratzfatz leer, weil idealerweise nimmt man immer 3 Stück. Ja, 3 von diesen Viechern hier. Das gibt ein Siegel. Und wenn man da in Massenproduktion geht, dann ist die eine oder andere Farbe echt mal schnell weg. Aber trotzdem, ich bin froh, dass ich sie habe. Mal gucken. So kann ich natürlich auch sehen, welche Farbe gefällt mir am besten. Und dann nochmal gezielter einkaufen. Ja, dann diese hier. Gehen die da, gehen da auf. So. Ne, eher so Gold- und Brauntöne oder Bronzetöne. Fand ich auch ganz nett. Kann man ja auch schön mischen. Ja, da freue ich mich richtig, damit zu arbeiten. So, das war Nummer 1. Dann, ich habe natürlich noch nichts gebastelt. Ne? Mein Mann hat mir immer dann, oh, guck mal, du hast Post, damit ich ein bisschen erfreut war, das ins Krankenhaus mitgebracht. Das ist ja, eine Stanze. Also, ob er das so besser sehen. You and Me mit einem Schatten und Friends mit einem Schatten. Werde ich euch natürlich auch noch ausstanzen, aber nicht in diesem Video. Hier machen wir nur ein Unboxing. So, dann richtig cool. Da habe ich mich auch richtig drüber gefreut, sind diese Sternen, ja, Ribbons, Girlanden, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. So, guck mal, die sind ja wohl mega, ne? Also schön irgendwie komplett drauf oder auch nur mal einen einzelnen Stern, ne? Hier abschnibbeln. Hat man einen schönen einzelnen Stern. Ich weiß nicht, ob die Farbe, doch so ungefähr, ne? Dieses Rosé. Ich gucke, ob das so. Ja, ich habe hier ein bisschen Schatten. Ich hoffe, es geht trotzdem. So, einmal in dem Rosé. Ja, und einmal in diesem Mega-Gold. Ich gucke mal, ob ich es aufkriege.
Nicht wirklich. Eieieiei. Doch, so geht's. So geht's. So, dann kann ich das hier direkt. So, hier haben wir einen Anfang. Der klebt auch noch ein bisschen. So, jetzt ist aber, guck mal, mega, richtig cool. Ja, die waren ja echt schnell da. Da habe ich so 2 oder 3 Wochen drauf gewartet. Freue ich mich richtig, damit zu arbeiten. So, ja, dann. Eigentlich so, ich dachte, die wären ein bisschen kleiner, aber da ist natürlich, ne, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Diesen Trolley. Da muss ich nächstes Mal auf die Größe achten, weil ich wollte eigentlich einen, wo, also so Visitenkartengröße, ne, wo man auch mal Goodies mit verschickt. Also eigentlich ist das so ein Puppentrolley, ne, hier. Fällt unter die Kategorie, ja, braucht man nicht, aber ist halt niedlich. Also ich finde es niedlich. Ne, geht das hier auch wieder zu? Oder muss ich da irgendwas zu sagen? Nee. Muss ich gleich mal gucken, wie das zugeht. Ja, mal gucken. Na, ich denke mal, den behalte ich. Falls ich noch mal so einen bestelle, wäre das wirklich was für eine Tauschpost. Wer auch auf sowas steht, ne? Schön Goodies rein. Macht, ja, sieht gut aus, finde ich. Aber auch das ist Geschmackssache. Ja, dann haben wir einen Teil von Amazon. Und zwar Sheep Shimmer Craft Spray. Der stand schon lang auf meiner Wunschliste. Und da ja die Kreative ausfällt, ja, dann habe ich gedacht, komm, dann bestellst dir. Hier sieht man, das ist halt Gold, ist aber sehr abgesetzt. Habe ich gerade aus meiner Krankenhaustasche noch die Reste rausgeholt. Da hat mein Mann mir mit ins Krankenhaus gebracht, damit ich meine Post durchgucken konnte. Ja, muss ich noch ein bisschen schütteln. Teste ich jetzt auch nicht. Ich halte es mal hier rein. Habe ich noch nie gehabt. Soll tolle Glimmer-Effekte machen. Ich bin total gespannt. Ich muss noch ein bisschen schütteln. Und dann kann ich es benutzen. Ja, dann ist gekommen In Love Art Shop. Und zwar mega, mega schnell. Innerhalb von 2 Wochen. Ich bin total begeistert, weil ich hatte ja auch geschrieben, also wenn das nochmal so lang dauert wie beim letzten Mal, dann kann ich da schlecht Werbung für machen, weil es echt ja, eine Zumutung ist. Aber ich denke, es ist auch Corona geschuldet und ich mache jetzt kurz ein Unboxing. Das richtige Video dazu kommt später, wenn ich wieder ein bisschen länger sitzen kann und mich auch rüberbeugen kann. Das ist alles noch ein bisschen schwierig mit meiner Gallen-OP. Aber ich zeige euch kurz, was angekommen ist. So, und zwar haben wir einmal hier dieses Papier. Wie gesagt, ich bin total begeistert, wie schnell, weil ich denke, oh, was hast du denn da bestellt? Nee, das war ja die Kooperation. Also das war wirklich richtig schnell da. Dann haben wir hier so ein Stanzteil. Dann dieses mit diesen Flaggen, ne, oder Bannern. Dann Schwäne. Das kann man jetzt, die haben jetzt das natürlich draufgeklebt. Kennt ihr das? Ihr wollt irgendwas lesen. Ne? Da ist irgendwas verpackt, das noch in Folie ist und das Preisschild mega groß und genau über dem Titel oder über der Inhaltsangabe. Da denke ich manchmal, das kann nur ein Mann gemacht haben. Echt? Also das ist so, wo du denkst, geht's noch? Da ist so viel freie Fläche, wo vielleicht nur ein Bild ist, aber doch nicht die Produktinformation. Und ja, okay, die Stanze ist hier ziemlich klein, aber man kann das Wesentliche jetzt hier nicht sehen. Aber da kann ich manchmal auch nur mit dem Kopf schütteln. Und ja, dann kaufe ich es meistens auch nicht. Wenn ich dann nicht gucken kann und nicht lesen kann, was mich interessiert an dem Produkt, ne, wo ich halt nochmal mich vergewissern will, ja, dann Pech, ne? So kann man es vielleicht besser sehen. Das ist ein Schwan. Da freue ich mich auch richtig drauf. Wie gesagt, das richtige Video dazu kommt noch mit Rabattcode.
Und natürlich auch Beispielen. Hier haben wir Nussknacker. Kann man jetzt so auch nicht richtig sehen. Wie gesagt, deswegen nur ganz kurz. Ja, und was mich besonders freut, sind diese, wie heißen die, Matruschkas? Ne? Diese Püppchen im Püppchen im Püppchen. Richtig geil. Bin ich gespannt, wie das aussieht und wie ich das umsetze. Ja, und dann zu guter Letzt noch ein Stencil. Und das war in Love Art. Wie gesagt, da kommt demnächst, sobald ich wieder ein bisschen länger sitzen kann, ein richtiges Video mit Beispielen. Dann packe ich es auch nochmal aus und halt dann kommen Beispiele dazu. Ja, das war jetzt mein kurzes, knackiges Video mit meinen, wie ich finde, tollen Sachen von Ali. Das ist ja immer wie Weihnachten, auf jeden Fall für mich. Mal gucken, wie es weitergeht mit Ali. Ich habe vorgestern noch mal ein paar Sachen bestellt, aber alle für unter 5 Euro. Ihr habt ja alle wahrscheinlich schon gehört von diesen, von dieser Einfuhr, wie heißt das? Einfuhr Mehrwertsteuer? Ich weiß es nicht. Nagelt mich da nicht fest. Ich bin da auch echt absoluter Laie. Wenn ihr das genau wissen möchtet, müsst ihr auf zoll.de mal gucken. Aber meines Erachtens, wie ich recherchiert habe, gilt das nur für Artikel über 5,20 Euro. Also inklusive Versand und alles. Dann kommt diese Einfuhrsteuer, weil alles, was unter einem Euro ist, wird nicht versteuert und da werden auch keine Gebühren erhoben. Und das ist halt bei 5,20 Euro, wären wir genau bei 99 Cent. Und ja, das habe ich jetzt mal getestet, 4 oder 5 Teile bestellt. Ja, mal gucken, ob ich jetzt auf die Nase falle und gut Gebühren zahlen kann. Dann weiß ich Bescheid und ansonsten werde ich halt darauf achten, nie über 5,20 Euro zu bestellen. Was ja, ja, okay, in manchen Shops habe ich dann mehr bestellt, weil es dann auch günstiger wurde, auch mit dem Versand. Das ist dann eben nicht mehr drin. Ne? Man bestellt mal so Kleinigkeiten. Ich glaube, die hier waren zum Beispiel, ach, ich weiß nicht, 1,80 Euro oder so, so eine ganze Rolle. Ich weiß jetzt nicht, wie viel drauf ist. Müsste ich nachgucken. Das ist immer so schwierig, auch mit den Links. Manchmal gucke ich, wie ist der Status vom Versand und denke ich, was war das nochmal, weil das Bild so klein ist und dann ist Obstartikel nicht mehr verfügbar. Ne? Deswegen, ihr müsst halt bei Ali, wenn ihr da bestellt, verschiedene Sachen eingeben. Also ihr könnt auch eine Bildersuche machen oder ihr gebt einfach verschiedene Sachen ein. Wenn ich zum Beispiel Stanzen suche, da gebe ich immer Cutting Dies, Scrapbook und dann, was ich suche, Katze, Baum. Ne? Wenn man mal guckt, wenn man Stanzen gefunden hat, wie die Übersetzung ist, ne? Da steht meistens stirbt, sterben, Scrapbook, also ganz utopisch. Und da muss man sich so ein bisschen orientieren. Dann findet man echt viel. Wie gesagt, meine Wunschliste ist jetzt schon voll, mein Warenkorb ist voll, wie immer. Und naja, schauen wir mal. So, kreativer fällt dieses Jahr aus. Leider, leider, leider. Aber ich habe große Hoffnung auf das Stempelmekka. Den Stempelmekka, auf jeden Fall in Hagen ist Stempelmekka im September. Und ich hoffe, das findet statt. Dann, da will ich schon seit Jahren hin und immer kam irgendwas dazwischen. Entweder hatte ich vorher zu viel Geld ausgegeben, es war, dass wir mit der Arbeit eine Woche fortgefahren sind. Irgendwas war immer. Und ich hoffe, wenn es dieses Jahr stattfindet, dass ich da hinfahren kann. Da freue ich mich drauf. So, ihr Lieben, genug gelabert. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank für eure vielen Kommentare unter meinem letzten Video und dass ihr mir die Treue gehalten habt. Danke, danke, danke. Freue ich mich wirklich. Bedeutet mir richtig, richtig viel. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir sehen uns. Tschüss.